kann PvP in Nier auch einfach nicht nachvollziehen. Das ist noch so ein anderer Punkt. Ach, dies jetzt habe ich schon wieder vergessen, mehr Elixiere mitzunehmen. Ich habe die ganzen Self-Buffs, ne, aber ich benutze die irgendwie alle nie. Ich wollte mal wissen, was passiert, wenn ich Aggro gehe. Waren dann sowas 10%, die ich ihm abgezogen habe? Ja, panne ich mich für nichts. Danke. Dieses Tracking ist nervtötend. Nice grab, nice grab. Hierbei weiß ich nicht. Das ist dann so ein bisschen was, was Dark Souls irgendwie ausmacht. So, weiß ich nicht. Ich mach. Weißt du, anfangs dachte ich mir so, boah, Dude, das Trollen in dem. Im Rumlaufen ist. Weiß ich nicht. Dieser Trollfaktor in Dark Souls macht Dark Souls einfach interessant. Das ist halt einfach echt so. Gebt Leuten die Option zu trollen und sie werden es enjoyen. Und das hat halt so eine Eigendynamik und die hat das Spiel halt hier überhaupt nicht. Ja, cool. Wo ist mein Dodge? AFK, ne? Er ist eben Kippen holen. Ist klar. Das ist ja meine Lieblingsattacke von ihm, ne? Ich sehe nichts. Okay, danke.
dass die Kommoden am Rand der Arena halt solide sind, ist halt auch, ja, weiß ich nicht. Du, ich muss gestehen, ich glaube, den meisten Fun mit PvP Dark Souls hatte ich, glaube ich, so die Zeit rum Dark Souls 3. Oh, war das der erste oder der zweite DLC? Ich weiß gar nicht. Es gab einfach ein paar lustige Sachen, die du machen konntest und auch einfach bald die Fun waren zu spielen. Gott, ich kann seine Range überhaupt nicht einschätzen. Ich glaube, das Problem an PvP in Dark Souls 1 ist einfach, es gibt Sachen in Dark Souls 1, die sind so fucking broken. Das hast du zum Beispiel im Dreier nicht mehr. Also im Dreier hast du nicht irgendwelche PvP-One-Shots bei uns. Davon hast du ja im Einser extrem viel. Fucking hell. DS3 habe ich nie gespielt, ich mag DS3 einfach nicht. Ich weiß nicht. DS3 war okay. Alles war okay, solange es nicht Skull of the First Sin war. Skull of the First Sin ist halt einfach nur... Nennen wir es interessant. Ich muss nach rechts dodgen, nicht der... Dieser Delay-Zwing, ne? Der ist nicht nur so ein bisschen delayed, aber... Weiß ich nicht. Das ist bisher das längste Delay, was ich je mitbekommen habe. Aber ich glaube, das, was mich gerade am meisten aufregt, ist echt, hey, guck mal, du hast hier einen Tree und du skillst Shit in Tree, aber der funktioniert einfach nicht. Das macht mich gerade dezent mad, wenn ich ehrlich bin. Also nicht nur dezent, sondern so richtig. Dude, dieser Schlag, ne? Macht mich nervtötend. Kann ich nachvollziehen, dass das ein wenig ist untertrieben. Basically ist die gesamte Core-Mechanik dieses Trees broken. Die gesamte Core-Mechanik. Nicht, oh ja, mein Gott, hier ist ein Skill, der nicht funktioniert. Nein, die ganze Grundidee ist broken. Und dann brauche ich mich auch nicht wundern, dass ich mir bei jedem Boss so scheiße schwer tue. Das ist eben eine extra Herausforderung. Ja, ich habe quasi Hard Mode gespielt. For no reason.
Das Feuer geht übrigens nicht weg, fällt mir gerade auf. Gott, ist das gerade ein Geduldsspiel, das nervt mich. Ich sollte anfangen, mehr Elixiere mitzunehmen. Ich habe das Gefühl, der ist tötbar. Ich muss einfach nur... Weiß ich nicht, ich muss mich einfach konzentrieren. Dann sollte er ja nicht das Problem sein. Hopp. Ist ja kein Problem, ich habe ja noch gefühlt 4000 Reis. Und wenn nicht, habe ich noch gefühlt 80.000 fucking Items, die ich opfern kann. Ist halt totaler Fun. Ich bin immer noch One-Shot. Der Grab ist crazy. Grab ist einfach absurd crazy. Das verstehe ich nicht. Aber das ist was ich die ganze Zeit schon nicht verstehe. Manchmal treffe ich ihn einfach mit meinem Konter nicht. Scheinen so genau diesen einen Frame zu erwischen, wo ich ihn nicht kontern kann. Aber das ist jetzt schon mehrfach passiert. Und ich kann da nichts gegen tun, weil dieses Spiel dumm ist. Ja, aber gut, dass ich irgendwelche Set-Skill, die useless sind, mit irgendwelchen Waffen-Trees, die broken sind, ist fun. Ist total fun. Immer noch nach rechts, ja.
Habe ich die Geduld, ihn zu feinden? Oder fange ich einfach an, wild Leute zu beschwören? Weißt du was, komm, wir fangen an, Leute zu beschwören. Ich habe keine Lust mehr, hier weiter mit einem fucking... Oh, wirklich, Sluff? Kannst du nichts anderes? Was ist das, fucking Dark Souls 1? Beziehungsweise Neo 1. Holy fuck, ey. Nervtötender Scheiß. Wenn man nichts kann, ne? Sluff to the rescue. Lass mich raten, direkt wieder Sluff? Ach, guck mal, noch so ein Heini. Wetten? Look at this shit! Kannst du was? Challenge und keine Opfer, Mann. Ja, also das ist halt wirklich crazy. Ich habe halt nicht erwartet, dass der bald komplett fucking broken ist. 94er Dual Katana. Oh, guck mal hier, 118. Sure, let's go. Du weißt, was du tust, ne? Bestimmt. Guck mal, ich habe ihn jetzt schon mehr abgezogen in meinem ganzen guten Tries. Au. Wieder bei 4 Stunden drüber. Ne, der Boss ist nicht dumm. Mein Bald ist dumm. Das ist ein Unterschied. War da eine rote Dings? Ich habe nichts gesehen. Ich bin gerade pissig, weil mir nicht vorher aufgefallen ist, dass das Spiel scheiße ist. Und das ist sogar todesernst gemeint. Ja, meine komplette Skillung ist broken. Meine komplette Skillung ist broken und unnütz. Das Scaling für Tonfas ist absolut... Ich weiß nicht, was los ist, aber irgendwas ist kaputt. Beziehungsweise bestimmte Boni, die ich bekommen sollte für meine Rüstung, funktionieren einfach nicht. Und das ist halt richtig dumm. Ja.
Ja, ich habe so ziemlich das Falscheste gespielt bisher, was man auch noch spielen kann. Ich verstehe den Konter nicht. Das Ding ist halt, die Grundidee von Taunt Wars ist, hey, du spielst leichte Rüstung und bekommst dafür aber Bonus für dein Kram. Also quasi für dein, ne, du hast halt mehr Damage. Fun Fact, das funktioniert nicht. Wie man hier sieht, trage ich komplett leichte Rüstung, korrekt? Diese leichte Rüstung gibt mir, Achtung, 494 Schaden. Pass auf, was passiert denn, wenn ich jetzt zum Beispiel sage mal, dieses Teil hier nehme ich auf das Schwerste, was ich finde. Zack, 5, 6. Und ich habe 494 Schaden. Oh, was passiert, wenn ich noch ein Teil austausche und anfange nicht mehr in demselben Road hier zu sein, also in dem Road hier. Aber hey. Der Bonus wird nicht als letzterer Wert hinzugefügt. Bullshit. Absoluter Bullshit. Das könnt ihr euch gerne einreden, aber da glaube ich nicht dran. Wenn ein Stat nicht lesbar... Was ist das denn für ein Argument? Entweder ist ein Stat lesbar, oder er existiert nicht. Das ist halt Schwachsinn. Weil das Scaling funktioniert nicht. Genauso wenig funktioniert das Scaling für meine fucking Waffe. Diese Waffen skalieren mit Mut. Fun Fact, das hier ist ein fucking dämliches Katana, was super schwach ist im Gegensatz. Und oh, guck mal, 20 Punkte weniger. Oh, 20 Damage weniger. Sorry, die ganze Grundidee des Tonfa-Beils ist Blödsinn, weil der Tree nicht funktioniert. Das Scaling ist irgendwo. Aber nur nicht da, wo es sein sollte. Liegt einfach daran, dass Katana OP ist. Hä? Was ist das denn für ein Argument? Wenn ich vom Base Damage ausgehe, wo die beiden Waffen relativ gleich sind, und mein Katana kriegt mit der Hälfte der Punkte denselben Bonus, dann ist das Katana nicht OP, dann ist das Tonfa-Scaling einfach dumm und scheiße. Tonfas ist einfach mit Abstand die schlechteste Waffe, mit der du das Spiel spielen kannst. Da bin ich inzwischen ziemlich... Nee, Tonfa ist nicht zweitbeste Waffe. No way. Tonfas sind crap. Das einzige, was gut ist an Tonfas, ist der Key Damage. Auf dem Papier ist die vielleicht die zweitbeste Waffe. Ja, spielerisch ist Tonfas garantiert nicht die zweitbeste Waffe. Alle 5 Punkte in dem Set wird das Scaling schlechter. Ja, das heißt, ich verliere genau 4 Punkte. Nee, oh doch. Tonfa ist spielerisch super. Nö. Tonfa ist spielerisch der letzte Scheiß. Insbesondere, weil ich jetzt mehrfach hintereinander Bosse gefunden habe, die einfach alle Anti-Tonfa sind. Ist das Zufall? Ich glaube nicht. Der Tonfa-Spielstil ist halt einfach Schwachsinn. Oh, spiel aggressiv gegen den Typen und dodge den. Ja, warte. Let me try. Oh, warte, ich bin in der Ecke. Ich bin so gut wie tot. Oh, ich muss blocken. Ach ja, ich krieg ja erhöhten Block-Damage, weil ich trage ja nur... fucking leichte Rüstung. Oh, guck mal, ich habe genauso viel Schaden gemacht wie 3 Schläge mit dem fucking Katana. Yay. Todeskombo aus der Hölle. Viel zu viel Arbeit. Und zack. Es ist... Sorry, Tonfas macht keinen Spaß. Dein Problem liegt eher daran, dass Tonfas sehr auf Waffenbuffs basiert sind. Bitte, was?
Du willst mir also erzählen, dass jeder Mensch, der dieses Spiel spielt, Spaß hat, außer mir, weil die rein zufällig alle in Elementatoren fast spielen? Oder was weiß ich nicht, Derpton fast? Die benutzen also alle nicht den Key Damage von dem. Mein Kumpel spielt nur Tonfas. Ja, wie viel overlevelt ist der? Weil sorry, ich finde Tonfas den absoluten Scheiß. Nicht überlevelt, aha. Klar. Ich finde es halt immer gut, wie Leute im Chatraum, weißt du, und die Todes-Tonfa-Spezialisten sind. Aber niemand kann mir sagen, warum ich trotzdem super Probleme bei allen Bossen habe. Kann mir kurioserweise niemand erzählen. Aber Tonfa sind gut. Zweitbeste Waffe im Spiel, by the way. Ja, du darfst nicht nach hinten dodgen. Ich bin genau auf meinem Missionslevel. Zwei Statusveränderungen auszulösen ist zu empfehlen für Chaos. Geht gut. Nee, Rabi. Ich werde nicht. Geht gut. Weißt du, das Ding. Das Chaos-Ding werde ich wahrscheinlich nicht verwenden. Und ich werde euch ganz ehrlich sagen, warum. Das Spiel. Sagt dir nirgendwo, auch nur ansatzweise, irgendwas über Chaos. Nirgends. Das ist einfach der dümmste Shit auf Erden. Ja, komm, hit mich einfach tot. Oh nein, der Boss hat Chaos. Und was hat mir das gebracht? Außer, dass er genauso viel Schaden genommen hat wie vorher? Nichts. Du kriegst halt Chaos nicht mal gescheit drauf, weil alle Waffen Boss gefühlt 2 Sekunden dauern, ey. Zeig mal deine Gear und so. Mein Gear ist ungefähr 4000 Level unter dem Blödsinn. Ich laufe mit einem fucking Grubenotter-Set rum, weil es Set-Boni gibt. Wie soll man das Spiel spielen? Anscheinend nicht so wie ich spiele. Anscheinend spiele ich mal wieder ein Spiel falsch. Wenn dein Gear zu low ist, dann fehlt halt auch Schaden. Bitte was? Ich meine, steht dir das Missionsbewerb? Empfohlene Stufe 88. Und lass mal gucken. Ja. Mhm. Gut, ich habe seit 40 Leveln ungefähr kein Gear mehr bekommen. Aber hey. Hätte ich wohl besser grinden müssen, ja? Kann ich ja jetzt auch noch total ändern mitten in der Mission, richtig? Wenn jetzt das Argument kommt, ja, Grinding gehört dazu, dann könnt ihr mich mal, dann lege ich das Spiel zur Seite. Weil das ist halt Schwachsinn. Entweder gibt mir das Spiel Gear, mit dem ich arbeiten kann, oder ich kann es einfach gleich lassen. Außerdem sehe ich nicht, wie höherlevelige Rüstung meinen Damage verbessern soll. Die Waffen sind nämlich up to date. Aber hey, Tonfas beste Waffe im Spiel. Oh nee, warte, zweitbeste Waffe. So.
Ach ja, ich habe ja keine Ausdauer nach dem Block.